Mit der Salzburger Leichtathletik-Gala fällt der Startschuss zur Serie der Austrian Top Meetings 2014. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Sportzentrum Salzburg-Rief, wo diese zweite Salzburger Leichtathletik-Gala über die Bühne geht. Die Premiere im vergangenen Jahr, die war ein voller Erfolg. Für heuer haben sich die Veranstalter etwas überlegt und das Meeting um rund einen Monat vorverlegt, und das aus gutem Grund, den die Leichtathletik-Freunde unter Ihnen kennen werden. Denn in einer Woche, da findet das große Mehrkampf-Meeting in Götzis statt, und da will man den Mehrkämpfern in einem speziellen Dreikampfbewerb die Chance geben, für eine Generalprobe für Götzis. Und die nützen diese Chance auch. So ist zum Beispiel mit dabei der beste Österreicher Dominik Distelberger, aber auch Junioren-Weltmeister aus den USA, der Gunnar Nixon, und ebenfalls mit dabei der amtierende Europameister aus Deutschland, das ist Pascal Bärenbruch. Pascal, herzlich willkommen. Hallo. In Salzburg. Wie sieht denn Ihre Zielsetzung aus? Was erwarten Sie sich von diesem Dreikampf heute, außer dem 110 Meter Hürdenlauf, Diskuswurf und dem Stabhochsprung? Ja, ich wurde vom Veranstalter gefragt, ob ich darauf Lust habe, und ich habe einfach gesagt, ja, ich habe Spaß daran. Normal sitze ich jetzt immer eine Woche vor Götzis noch in Frankfurt, bin ganz aufgeregt, denke nur an Götzis. Und jetzt aber vorher schon in Österreich zu sein, ist ein ganz anderes Gefühl. Man hat einfach jetzt mal, man kann wirklich jetzt mal hier alles genießen. Heute war ich da oben auf dem Berg, habe gedacht, komm, bisschen Spaß haben. Und genau das ist auch mein Motto hier beim Meeting. Ich will mir überhaupt keinen Druck aufbauen, sondern einfach einen kleinen Test vor Götzis nochmal machen, richtig gute Leistung bringen. Und dann kann es nächste Woche wieder nach in Vorarlberg nach Götzis gehen. Und da wird dann richtig angegriffen. Das heißt, mit diesen drei Disziplinen, die normalerweise den zweiten Wettkampftag dann eröffnen, das ist ein richtig guter Testlauf eine Woche vor diesem großen Event dann in Götzis. Ja, das auf jeden Fall. Also für uns fehlt jetzt dieser erste Tag, das ist natürlich schon komisch, habe ich mir auch gedacht heute Morgen. Mit was geht es denn jetzt auch los? Auch, dass dieser Wettkampf erst um 17 Uhr startet. Ja, wir sind ja normal ab 9 Uhr unterwegs. Aber hier können wir auf jeden Fall in diesen drei wichtigen Disziplinen, die eigentlich den Zehnkampf ausmachen. Ja? Also das sind eigentlich diese Disziplinen, die man am wenigsten kann, wenn man keinen Zehnkampf macht. Und da können wir halt einfach gucken, wie wir drauf sind. Wie wichtig wäre es Ihnen dann am Ende am Siegespodest ganz oben zu stehen, oder geht es darum, einfach bestimmte Sachen vielleicht auch noch ein wenig auszuprobieren in einem Testwettkampf? Ja, ich möchte natürlich dieses Jahr ganz klar auch in Zürich ganz oben stehen und meinen Europameistertitel verteidigen. Und da wäre es natürlich wichtig, hier auch oben zu stehen. Pascal, vielen Dank. Alles Gute für diesen Dreikampf am heutigen Tag. Für Sie geht es jetzt dann gleich los mit dem 110 Meter Hürdenlauf. Ja, und nicht nur das Mehrkampffeld ist hier heute sehr, sehr stark besetzt, auch die Einzeldisziplinen, da gibt es starke internationale Teilnehmerfelder, aber auch die Österreicher sind mit dabei, beispielsweise im 100 Meter Hürdenlauf der Damen Beate Schrott, die ihr Freiluft-Comeback gibt hier heute, aber auch der 800 Meter Lauf der Herren, das wird ein ganz großes Highlight dieser zweiten Leichtathletik-Gala werden, denn da wird, wie schon im Vorjahr versucht, werden den österreichischen Rekord, den 22 Jahre alten österreichischen Rekord zu brechen. Also es ist alles angerichtet für einen spannenden Leichtathletik-Nachmittag. Viel Spaß beim Zuschauen. Eröffnet wird die zweite Salzburger Leichtathletik-Gala aber nicht von den Mehrkämpfern, sondern von den Speerwerferinnen. Und da ist die Steirerin Elisabeth Eberl die ganz große Favoritin. 56 Meter und 99 hat sie in dieser Saison schon geworfen und damit am Limit für die Europameisterschaft in Zürich gekratzt. Herausgefordert wird sie unter anderem von Lokalmatadorin Andrea Lindenthaler. Die wirft mit 50 Metern und 34 nur knapp an ihrem Salzburger Landesrekord vorbei. Platz 2 geht an Tschechien, und zwar an Irena Sediva mit 54 Metern und 35. Ihrer Favoritenrolle gerecht wird Elisabeth Eberl, die Bronzemedaillengewinnerin der Universiade 2013, wirft heuer zwar technisch stärker als in den vergangenen Jahren, bleibt mit 56 Metern und 7, aber erneut knapp unter dem EM-Limit. Das Limit ist 57,40, und also ich bin ziemlich gut drauf und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es bald klappen wird bei den nächsten Wettkämpfen. Wie sieht die Zielsetzung ansonsten aus in dieser Saison für Sie? Ich möchte auf jeden Fall das Limit eben für die Europameisterschaften werfen in den nächsten paar Wettkämpfen, und danach soll es Richtung 60 wieder gehen und Richtung Olympialimit dann. Gut gefüllt ist in Rief erneut die Zuschauertribüne, und die Fans sehen im Dreisprung Lokalmatadorin Michaela Ecker. Sie ist nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung erst vor kurzem wieder auf die Bahn zurückgekehrt. Bei ihrem Heimwettkampf überrascht sie mit starken 12 Metern und 97.
bin so begeistert von der ganzen Serie, was ich gesprungen bin. Daheim so eine Leistung zum Springen ist für mich unfassbar. Vor allem, ich komme aus einer langen Verletzungspause und dann habe ich mit der Weite nie gerechnet. Wie sehr hat auch das Heimpublikum heute zu dieser Weite beigetragen? Ja, tragt voll viel bei. Die Motivation ist gleich nur mal mehr und da sind sicher nur ein paar Zentimeter drin im Heimpublikum. In der Endabrechnung bleibt für Michaela Ecker hinter drei Italienerinnen Rang 4. Den weitesten Sprung des Tages setzt Ottavia Cestonaro mit 13,38 Meter in den Sand. Jetzt geht's aber für die Mehrkämpfer los. Die eröffnen den Dreikampf mit dem 110 Meter Hürdenlauf. Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Mit dabei der Este Andres Raja, Zehnkampf-Europameister Pascal Bärenbruch aus Deutschland. Der beste heimische Zehnkämpfer Dominik Distelberger dann auf Bahn 4. Ebenfalls Brent Newdick aus Neuseeland, André Bizian aus der Slowakei, der zweite Österreicher Dominik Sidlacek und ganz außen Juniorenweltmeister Gunnar Nixon aus den USA. Von der Bestleistung her ist Andres Raja auf Bahn 2 zu favorisieren und der übernimmt mit 14,32 Sekunden bei starkem Gegenwind die Führung im Dreikampf. Sehr gut aber auch Dominik Distelberger, der in 14,45 Sekunden knapp an seine Bestleistung heranläuft. Auch die Hürdenspezialisten sind in Rief im Einsatz und da gibt es mit Europameister Andrew Turner aus Großbritannien auf Bahn 4 einen Weltklasse-Mann zu bestaunen. Und der Favorit setzt sich mit guten 13,61 Sekunden durch. Ja, nach den Männern sind natürlich auch noch die Frauen im Einsatz über die 100 Meter Hürden und da feiert Österreichs Hürdenaushängeschild Beate Schrott ihr Freiluft-Comeback. Beate, vergangenes Jahr sind Sie hier in Salzburg ein tolles Rennen gelaufen, eine Woche später dann die Verletzung, dann sind Sie den ganzen Sommer eigentlich ausgefallen. Wie sehr brennt es jetzt schon wieder unter den Zehennägeln, endlich wieder in der Freiluft Wettkämpfe bestreiten zu können? Ehrlich gesagt wirklich sehr. Ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass es in wenigen Stunden schon losgeht. Kann es kaum erwarten und ich bin schon sehr gespannt, wie schnell ich momentan rennen kann. 12,87 sind Sie vergangenes Jahr hier gelaufen. Das war nur 500stel über Ihrem österreichischen Rekorder. Wie ist die Erwartungshaltung für heute? Ich muss gestehen, ich habe gar nicht wirklich große Erwartungshaltungen. Ich schaue einfach wirklich mal, wie es geht. Jetzt gerade momentan sehe ich, wir haben ein bisschen Gegenwind. Noch dazu ist es das erste Rennen in dieser Saison. Also mit einem österreichischen Rekord oder mit der Vorjahresleistung rechne ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich fühle mich gut und ich denke, dass trotzdem ein guter Lauf drinnen ist. Nach der Verletzung sind Sie ja schon im Winter zurückgekehrt auf die Bahn, haben da Hallenwettkämpfe bestritten. Das ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Welche Lehren haben Sie denn da aus dieser Hallensaison gezogen? Also wir sind in der Hallensaison sehr knapp vor die Wettkämpfe noch auf Trainingslager gefahren. Das haben wir jetzt anders gemacht. Ich bin 4 Wochen vor diesem Wettkampf wieder nach Hause gekommen und haben dort quasi unseren üblichen Trainingsrhythmus wieder aufgenommen. Und sonst, ja, in der Hallensaison habe ich eigentlich sehr große Erwartungshaltungen an mich selber gehabt. Und jetzt denke ich mal, es ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Jetzt eher mal die Erwartungshaltung niedrig halten und Spaß haben und schauen, wie es läuft. Sie haben schon dieses Trainingslager angesprochen, jetzt zuletzt in Florida, 4 Wochen war das im April. Woran haben Sie da hauptsächlich gearbeitet? Wir haben zunächst nochmal sehr intensiv trainiert, also schon noch quasi an der Schnelligkeitsausdauer und an der Kraft trainiert. Aber ich habe auch sehr viel hürdenspezifisch trainiert. Wir haben wieder Neues an der Starttechnik dazugelernt und ich hoffe, dass ich das heute alles schon umsetzen kann. Dieses Rennen heute ist das erste in einer sehr langen Saison mit dem Höhepunkt Europameisterschaft dann in Zürich. Ist die irgendwie schon im Kopf da oder schiebt man das noch ein bisschen weg? Sie ist natürlich schon da, aber ich versuche mich jetzt noch nicht wegen der Europameisterschaft verrückt zu machen. Ich schaue jetzt eher so von Wettkampf zu Wettkampf und natürlich immer noch von Training zu Training und hoffe, dass ich dort wieder in Höchstform sein kann. Aber momentan bin ich wirklich mit dem Fokus ganz auf den heutigen Tag und nicht weiter als bis heute. Noch einmal zurück zum Rennen. Bestimmte Zeit, haben Sie gesagt, wollen Sie sich nicht vornehmen oder als Ziel setzen. Womit wären Sie denn zufrieden am heutigen Tag? Ja, das ist es eben. Ich bin mit allem zufrieden. Also ich habe mir über die Zeiten keine Gedanken gemacht. Einfach mal drauf loslaufen. Und dann im Nachhinein kann man schauen, ob man damit zufrieden ist oder nicht. Aber ich setze mir für heute keine Latte. Man sieht, der Wind blast ganz schön. Also ich lasse auf mich zukommen. Das scheint das richtige Rezept zu sein. Im Vorlauf legt die Olympia-Finalistin gute 13,38 Sekunden auf die Bahn. Das gibt Sicherheit für den Endlauf.
Und auch den dominiert Beate Schrott ohne richtig starke internationale Konkurrenz. Die St. Pöltenerin gewinnt vor der Britin Gemma Bennett und läuft in 13,14 Sekunden gleich beim Freiluft-Comeback das Limit für die Europameisterschaft in Zürich. Das war eigentlich ja mein zweitbester Saisoneinstieg, wobei letztes Jahr habe ich zu viel Rückenwind gehabt und nicht Gegenwind. Also es passt wirklich super und ich bin überglücklich. Das heißt, da kann man jetzt durchaus optimistischer die nächsten Wochen dann angehen, die nächsten Aufgaben, wo hoffentlich auch viele internationale Wettkämpfe, Diamond League und so weiter warten. Ganz genau, es ist immer ganz angenehm, wenn man weiß, wo man steht, woran man noch arbeiten muss. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf die nächsten Rennen. Zurück zum Dreikampf der Männer, da bestätigt Dominik Distelberger im Diskuswurf seine ausgezeichnete Form. Mit 42,87 Metern wirft der Niederösterreicher neue persönliche Bestleistung. Ein Stückchen weiter geht's für den Sieger des Hürdenlaufes, Andres Raja. Er wirft 44,46 Meter, toller Wurf des Esten. Er muss aber die Führung in der Gesamtwertung trotzdem abgeben. Denn Europameister Pascal Bärnbruch schleudert den Diskus auf 45,95 Meter und übernimmt Platz 1 in der Dreikampfwertung. Eine Weltklasse-Mehrkämpferin gibt es in Rief bei den Damen zu sehen. Claudia Rath, Siebenkampf-WM-Vierte von Moskau, startet im Weitsprung. Sie hat eine Bestleistung von 6,67 Meter. In Salzburg springt sie 6,46 und auf Platz 1. Nicht aufs Podest schafft es hingegen eine andere prominente Dame, Bianca Kappler, Ehefrau von Österreichs Ex-Zehnkämpfer Klaus Ambrosch und mehrfache deutsche Meisterin. Sie muss sich mit 6 Metern und 10 begnügen. Mit dabei ist im Weitsprungfeld auch die österreichische Meisterin Marina Kraushofer. Sie beendet ihren ersten Saisonwettkampf mit 5 Metern und 72. Auch ihr Ziel ist die EM. Dafür ist aber noch eine ordentliche Steigerung notwendig. Zurück zu den Sprints. Auch da gibt es über die 100 Meter eine echte Weltklasse-Sprinterin zu bewundern, nämlich Katharina Čechová aus der Tschechischen Republik auf Bahn 4. Bei leichtem Gegenwind läuft sie 11,70 Sekunden. Zweite wird überraschend die Salzburgerin Stefanie Bendrath auf Bahn 7. Sie erzielt in 11,96 Sekunden österreichische Jahresbestleistung. Und auch der schnellste Mann des Tages kommt aus der Tschechischen Republik. Jan Veleba macht auf Bahn 4 in 10,58 Sekunden das tschechische Sprint-Double perfekt. Schnellster Österreicher Roland Quitt in 10,86 auf Platz 4. Ja, mit dieser Leichtathletik-Gala in Salzburg wollen die Veranstalter frischen Wind in die Leichtathletik bringen. Und frischen Wind gibt es auch im österreichischen Leichtathletikverband. Philipp Unfried ist seit 1. April neuer Cheftrainer. Welche ersten Eindrücke haben Sie denn gewonnen in dieser Funktion jetzt in den ersten Monaten? Gut, ich muss sagen, die Eindrücke sind nicht ganz neu, weil ich in der Leichtathletik eigentlich nicht neu bin. Wir haben uns halt jetzt da doch im Team, im Verband auf den Weg gemacht und haben halt versucht, schon einige Dinge umzusetzen, beziehungsweise sind ja viele Dinge schon auch umgesetzt worden oder begonnen, bevor ich begonnen habe. Also, ja. Wo liegen da konkret die ersten Prioritäten? Was wird da zunächst wirklich angepackt einmal? Ja gut, heuer haben wir Europameisterschaft. Das heißt, wir werden natürlich versuchen, ein möglichst großes Team dorthin zu schicken. Haben einige junge Athleten, wie zum Beispiel Akira Grünberg, die in der Halle schon gezeigt hat, dass sie das Limit springen kann. Dass wir diesen Athleten einfach auch wirklich den Weg dorthin ermöglichen und dass wir heuer mit einem großen Team nach Zürich fahren. Sie sprechen das Team an, zwei sind da bereits fix nominiert. Das ist der Christian Pflügel und der Brandon Rowe, die wurden vom Verband schon nominiert. Die Beate Schrott ist jetzt hier das Limit gelaufen, ihre Athletin. Wie viele soll es denn insgesamt werden? Ja, ich hoffe, dass wir so mit einem Team von zumindest 10 nach Zürich fahren. Wenn wir ein bisschen Glück haben, wären es ein bisschen mehr. Aber ich denke, 10 oder 12 sollte man schon anpeilen. Und das ist auch durchaus realistisch. Sie haben sich ja als Trainer der Beate Schrott einen Namen gemacht in den vergangenen Jahren, waren Trainer des Jahres in Österreich 2012. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrem Saisoneinstieg jetzt mit diesen 13,14 Sekunden hier in Salzburg? Also sehr zufrieden. 2012 ist die Saison mit 13,38 losgegangen. Voriges Jahr in Weinheim war die Zeit zwar etwas schneller, aber da haben wir wirklich optimale oder besser als optimale Bedingungen gehabt, weil der Rückenwind einfach zu stark war. Es war wirklich warm.
Und die Bedingungen heute waren doch relativ schwierig. Der Wind hat relativ stark von vorn, schräg vorn reingeblasen. Und für das ist die Leistung einfach wirklich sehr, sehr viel wert. Und ja, bin sehr zufrieden. Um die 10 ÖLV-Athleten sollen es also nach Zürich schaffen. Ein Kandidat ist Thomas Kain über 400 Meter Hürden hier auf Bahn 6. Dieser 400 Meter Hürdenbewerb ist außergewöhnlich gut besetzt. 7 Läufer haben eine Bestleistung unter 50 Sekunden, darunter die beiden Deutschen Silvio Schirrmeister und Georg Fleischhauer. Im Sog der Spitzenläufer sollte da auch für Thomas Kain einiges möglich sein. 51,10 Sekunden wären das Limit für die Europameisterschaft in Zürich. Und der 20-jährige Niederösterreicher, der hält gut mit und bleibt bis auf die Zielgerade an den schnellsten dran, kommt jetzt schon zur letzten Hürde. Und da stürzt er. Pech für Thomas Kain, kann nur noch zuschauen, wie Richard Yates in 49,46 Sekunden den Sieg einfährt. Thomas Kain ist hingegen auf dem Weg zum EM-Limit an der letzten Hürde gestrauchelt. Das war der geilste Lauf meines Lebens bis jetzt. Super Bedingungen, saustarke Gegner. Und dann zahlt es mich auf der letzten Hürde auf, wo ich 2 Meter hinter den Führenden bin. Voll schade. Dennoch eine schnelle Zeit wäre drinnen gewesen. Was denken Sie, wo hätte das hingehen können in diesem Lauf jetzt? Ja, wo hätte das hingehen können, ist jetzt egal. Ich schätze, das wäre auf jeden Fall eine Bestzeit, Bombenbestzeit gewesen. Aber ich bin jetzt ins Ziel gekommen, also deswegen zählt es nicht. Dennoch heißt es jetzt nach vorne zu schauen, das große Ziel ist das Limit für die Europameisterschaft in Zürich. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das möglichst bald fällt? Ja, nach dem Lauf voll zuversichtlich. Ich brauche noch 1, 2 gute Rennen und dann ist das sicher drinnen. Kein Limit einer Österreicherin, dafür aber eine schnelle Zeit der internationalen Athletinnen ist das Ziel über die 1500 Meter der Damen. Mit dabei die deutsche Corinna Harrer, die sich dann gleich nach dem Start an die zweite Position setzt. Mit einer Bestleistung von 4 Minuten und 4 Sekunden in etwa zählt sie auch europaweit zu den Topläuferinnen über diese Distanz. Setzt sich gleich hinter Tempomacherin Erika Franzolini ein bisschen vom Rest des Feldes ab. Dahinter folgt eine weitere schnelle Dame, Margareta Magnani aus Italien. Auch sie eine Bestleistung von 4 Minuten und 6 Sekunden. 2 Minuten und 45 sind die angepeilte Zeit bei 1000 Meter. Da steigt die Tempomacherin aus und Corinna Harrer ist jetzt auf sich alleine gestellt auf den letzten 500 Metern. Die angepeilte schnelle Zeit, die dürfte noch möglich sein, denn Corinna Harrer hat ihre Topform schon unter Beweis gestellt in den vergangenen Wochen. Deutsche 10.000 Meter Meisterin geworden, aber jetzt hat sie schon zu kämpfen und die Verfolgerinnen, die kommen wieder näher. Geht jetzt schon in Richtung Zielgerade und da schleicht sich eine Tschechin auf der Außenbahn nach vor. Das ist Diana Mesulianikova. Die hat sich bis zur letzten Kurve zurückgehalten. Sie siegt schließlich in 4 Minuten 11,84. Das ist nicht die ganz schnelle angepeilte Zeit. Mesulianikova siegt vor Corinna Harrer. Tschechien aber sichtlich zufrieden und damit ist alles angerichtet für den nächsten Höhepunkt dieser Leichtathletik-Gala. 1 Minute 46 Sekunden und 21 Hundertstel. Diese Zeit schwebt so ein bisschen wie ein Schatten über der Salzburger Leichtathletik-Gala, denn heuer soll dieser 800-Meter-Rekord, dieser österreichische 800-Meter-Rekord erneut angegriffen werden. Und gehalten wird dieser 800-Meter-Rekord von Michael Wildner seit 22 Jahren. Jan, Andi Wolter ist der Mann, der diesen Rekord brechen soll. Er hat gemeint, er will es schaffen, er will sie heute erlösen. Wäre es für Sie eine Erlösung, wenn der Rekord jetzt tatsächlich Geschichte wäre am heutigen Tag? Eine Erlösung ist keine, weil es tut ja nicht weh, Rekordhalter zu sein. Mir würde es grundsätzlich für einen Andi Wolter freuen, der ein ganz ausgezeichneter Athlet ist und natürlich auch für die österreichische Leichtathletik, dass einfach ein Fortschritt zu sehen ist. 22 Jahre reichen, glaube ich einmal. Und es wird sehr spannend, ob das der Andi heute schaffen wird. Im vergangenen Jahr, beim ersten Versuch, hat es nicht geklappt. Auch da hat man schon alles darauf angelegt mit Tempomacher, perfekte Vorbereitung. Kann man so einen Rekord planen oder
muss das einfach passieren? Man kann natürlich einiges einplanen, so wie es eben auch die Karin Walkner als Meetingdirektorin macht, damit gute Bedingungen für den Andi da sind. Natürlich muss an so einem Tag alles zusammenpassen. Es wird spannend, ob der Wind vielleicht ein bisschen eine Rolle spielt. Ansonsten denke ich, sind die Voraussetzungen sehr gut heute. Im vergangenen Jahr haben 39 Hundertstel auf einen neuen Rekord gefehlt. Trauen Sie sich einen Tipp abzugeben? Fällt er heute? Ich glaube, dass es, wenn man das letzte Jahr betrachtet, heute natürlich wieder sehr spannend wird. Und ich denke, dass das Wetter vielleicht ein wenig ein Handicap ist. Aber es hängt sehr viel vom Rennverlauf ab. Und wenn der passt, dann kann es der Andi auf jeden Fall schaffen. Michael, vielen Dank, dass Sie sich noch kurz Zeit genommen haben. Freuen wir uns auf ein spannendes Rennen. Ja, und in wenigen Minuten beginnt dieser letzte wirklich große Höhepunkt der Salzburger Leichtathletik-Gala. Und das ist ja der Mann, der für den Rekord sorgen soll. Andreas Wolter, der Wiener, macht einen sehr konzentrierten, aber zuversichtlichen Eindruck vor diesem Rekordversuch. Auf die Plätze! Und die Jagd auf den 800 Meter Uraltrekord, die ist eröffnet. Noch einmal zur Erinnerung, 1 Minute 46,21, diese Zeit soll hier in Salzburg-Rief unterboten werden. Für das richtige Tempo soll der Tscheche Matej Pavlicek sorgen. Unmittelbar dahinter reiht sich gleich Andreas Wolter ein. Mit dabei in diesem Rennen ist mit Dominik Stadelmann auch noch ein zweiter Österreicher. Der ist hier noch ganz am Ende des Feldes. Er will das Limit für die unter 20 Weltmeisterschaft in Eugene in den USA laufen. Zwischen 51,5 und 52 Sekunden sind angepeilt als Durchgangszeit für die ersten 400 Meter. Und da liegen die Läufer allerdings leicht zurück nach dieser ersten Runde. Da müssen sie jetzt in Runde 2 ordentlich aufs Tempo drücken. Dass die Form bei Andreas Wolter stimmt, das hat er schon bewiesen. Vor wenigen Tagen ist er über 3000 Meter neue Bestleistung gelaufen. Mal schauen, ob seine Beine schon wieder spritzig genug sind für einen neuen 800 Meter Rekord. Tempomacher ist jetzt draußen, 200 Meter vor dem Ziel. Jetzt heißt es für Andreas Wolter, von der Spitze weg selbst zu laufen, das Tempo hochzuhalten. Kommt der Angriff von Mor Sek aus dem Senegal. Andreas Wolter hat hier sichtlich zu kämpfen. Und der Senegalese Mor Sek zieht auf und davon in 1:47:63 gewinnt er diesen 800 Meter Lauf. Andreas Wolter wird schlussendlich nur Vierter und läuft um fast 2,5 Sekunden am Rekord vorbei. Es ist einfach noch nicht da gewesen, das, was man braucht, um so einen Rekord zu rennen. Dass, wie man sieht, rennt man es nicht alle Tage. Und ja, es war jetzt mein erstes Mittelstreckenrennen. Es ist Ende Mai, das heißt, wie gesagt, sehr früh noch. Und von dem her hat es halt leider nicht so gut geklappt wie dieses Jahr. Finde ich natürlich schade und ich will mich fast entschuldigen, dass es halt wieder nicht geklappt hat diesmal. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie viele Leute da herkommen und einen anfeuern. Das ist einfach bei einem österreichischen Meeting einmalig und schön zu sehen, dass da wieder die Leichtathletik leben kann, wenn man es richtig macht. Welche Rückschlüsse können Sie denn trotzdem aus diesem Rennen jetzt ziehen, von heute, aus diesem Unterdistanzrennen? Sie sind ja eigentlich ein 1500 Meter Spezialist. Genau, also ja, ich meine, die Zeit ist nicht hervorragend, muss man ehrlich sagen. Es ist wahrscheinlich auch 1:48 geworden oder so irgendwas. Das ist eine Zeit, wo ich sage, die muss ich immer laufen können. So war es auch heute der Fall. Also, im Prinzip aus dem Ausdauer heraus bin ich das jetzt gelaufen. Vor 6 Tagen habe ich noch einen 3000 Meter Lauf gehabt und wenn man sich ein bisschen der Leichtathletik auskennt, dann weiß man, dass da zwei Welten Unterschied sind zwischen einem 3800 Meter Lauf. Und ja, nichtsdestotrotz, ich lasse mich da jetzt nicht bieren, von dem ich trainiere weiter. Und ja, ich schaue, dass die Leistungen passen, vor allem auf die 1500 Meter, wo ich dann auch in Zürich bei der EM aufzeigen will. Mehr als erfreulich hingegen das Ergebnis von Dominik Stadelmann im schwarzen Trikot. Er läuft als Sechster in 1:49:14. Das Limit für die unter 20 WM. Ja, war schon cool. Also ich habe damit gerechnet, dass ich unter 1:50:50 laufen kann, also 20 WM-Limit. Aber eher gerechnet, dass es ganz knapp sein wird, vielleicht 1:49:09 wäre cool gewesen. Endlich mal unter 1:50. Aber dass es dann so deutlich geworden ist, ist cool. Die eigene Bestleistung, die haben Sie um fast 1,5 Sekunden ja regelrecht pulverisiert. Wie sehr hat dieses schnelle Feld da heute geholfen?
Ja, natürlich extrem. Ein schnelles Feld ist immer wichtig. Man findet auch nicht so schnell, so oft so ein Feld. Und ich habe geschaut, dass ich eher mich zuerst hinten halte, dass ich sicher das Limit laufen kann, bin durchgegangen mit 54,5. Also es waren zwei gleich schnelle Runden, was im 800-Meter-Lauf eher untypisch ist. Aber ich habe ein gutes Finish gehabt und Gott sei Dank ist sich ausgegangen. Die Stimmung, die ist nach wie vor bestens in Rief und den Schlusspunkt dieser zweiten Leichtathletik-Gala setzen die drei Kämpfer mit dem Stabhochsprung und da kündigt sich eine spannende Entscheidung an, denn der bis dahin führende Pascal Bärenbruch scheitert bereits bei 4,60 Metern und verspielt damit wohl seine Siegchancen. Denn auch der Este Andres Raja ist bei 4,60 Metern noch im Bewerb. Er ist Schützling von Zehnkampflegende Erkinol, der gleichzeitig auch Schirmherr dieser Leichtathletik-Gala ist. Und Raja überspringt die 4,60 Meter ganz sicher. Die kommen für den Esten am Ende in die Wertung. Und Raja übernimmt damit die Führung in der Dreikampfwertung. Die kann ihm dann nur noch einer abnehmen und das ist Dominik Distelberger, der einen ausgezeichneten Dreikampf absolviert an diesem Tag. Die Latte liegt mittlerweile bei 4,80 Meter. Und der Niederösterreicher ist der Einzige, der diese 4,80 Meter an diesem Tag überspringt. Langsam beginnt es nun in Rief schon zu dämmern, aber Dominik Distelberger hat noch lange nicht genug. Er lässt 5 Meter auflegen. Es wäre neue persönliche Bestleistung. Und er scheitert aber hauchdünn. Dominik Distelberger gewinnt den Stabhochsprung dennoch und die Dreikampfwertung. Ebenfalls die Generalprobe für den Zehnkampf in Götzis. Die ist damit mehr als geglückt. Es waren sehr stabile Leistungen. Mit den Hürden bin ich sehr zufrieden. Bei dem Gegenwind war die Zeit sehr gut. Diskus war Bestleistung, da bin ich überhaupt glücklich drüber. Und Stabhoch waren sehr stabile Versuche. Bei 5 Meter wollte ich leider zu viel und war ganz knapp. Aber im Endeffekt bin ich sehr zufrieden mit dem ganzen Wettkampf. Ein perfekter Test für Götzis kommendes Wochenende? Ja, genau. Also perfekter Test für Götzis. Eine Woche ist noch, die Form stimmt und ich lasse mich überraschen, was da passiert. Ja, was glauben Sie, was ist möglich? 8000 Punkte sind ja das Ziel. Sind die in Götzis schon machbar? Ja, also es ist möglich, aber es muss wirklich wieder alles passen. Die Bedingungen müssen stimmen, die Form passt, aber es gehört immer das Quäntchen Glück dazu. Und ja, schauen wir. Aber ich lasse mich überraschen, es ist möglich und es wäre mal super, die 8000 anzureißen. Die Plätze 3 und 2 in der Dreikampfwertung, die gehen an Pascal Bärenbruch und Andres Raja. Dominik Distelberger sichert sich den Sieg mit nur 9 Punkten Vorsprung und darf sich über die Glückwünsche von Zehnkampflegende Erkinol freuen. 2 Tage nach der Gala wird er vom ÖLV übrigens auch vorzeitig für die EM in Zürich nominiert. Ja, mit dem Heimsieg von Dominik Distelberger ist diese zweite Salzburger Leichtathletik-Gala also zu Ende gegangen. Es war ein spannender Leichtathletik-Nachmittag bzw. jetzt schon Leichtathletik-Abend. Bei mir ist noch die Organisatorin Karin Walkner. Karin, welche Bilanz ziehen Sie denn nach der zweiten Auflage dieser Leichtathletik-Gala? Ja, ganz als Erstes sind wir mal froh, dass es eine zweite Auflage gegeben hat. Es ist nicht einfach, sowas zu organisieren, vor allem mit diesen Klasseathleten, also diese Topathleten nach Salzburg zu bringen. Das braucht entweder viel Geld oder gute Kontakte. Und ich glaube, die Kontakte, die haben uns einfach in den letzten beiden Jahren auch aufgebaut. Man hat es gesehen, die Leute kennen das Meeting schon, sie wollen nach Salzburg kommen. Und es hat uns wirklich sehr gefreut, dass heuer so viele Topathleten auch da waren. Ganz stark auch nicht nur die internationalen Topathleten, sondern auch die Österreicher und Österreicherinnen. Beate Schrott mit dem EM-Limit über die 100 Meter Hürden und natürlich Dominik Distelberger im, wenn man so will, vielleicht im Hauptbewerb aus ihrer Sicht, dem Dreikampf für die Mehrkämpfer. Ja, ist echt sehr erfreulich. Auch der junge Dominik Stadelmann, der ja über 800 Meter auch die so 20 Junioren-WM-Limit erlaufen ist. Der Andi Wolter natürlich, der einen tollen 800er gelaufen ist, mit starker Konkurrenz. Also das sind Sachen, die uns natürlich freuen, dass Österreicher dabei sind. Wir hätten natürlich auch gern mehr Salzburger noch dabei, aber auch da haben unsere Mädels im Speerwurf-Dreisprung tolle Leistungen gezeigt. Und ja, die Leichtathletik lebt und sie lebt ein zweites Mal stark auf und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Karin, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort für diese zweite Salzburger Leichtathletik-Gala. Also, wir haben tolle Leistungen gesehen hier im Sportzentrum Salzburg-Rief und ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und darf mich von Ihnen verabschieden mit den Highlights des heutigen Tages. Musik